ist bei Hel. Die alte Schwachkopf. Good. You're the strongest warrior I've crossed swords with in years. And yet, 'twould be poor form to pursue this now. Find a new blade, and we shall continue this test of our might. Looks like this won't be as easy as I thought. Does he have a weakness? You're taking on Odin? Yeah. I heard that you have experience with the Dyad servants. Basically, anything you can tell me would be a big help. Odin? Oh, got it. It's just an old rumor, but... Odins Schwäche ist entweder Fenrir oder der Fenriswolf. Mal gucken, ob sie den mitbringen. At last. You would try me with the same sword that failed you before? Yeah. Except, I thought I'd mix things up. Sieht nicht nach Fenrir aus. That girl. She looks like Ramuz. It's his grandkid. Grandkid! Grandkid! I see you've been sniffing about. Is this the best you can muster? Yep. What's wrong? Suddenly you don't look so hot. Silence! Make your peace, before I cleave you in twain. Sein Auge ist so geisteskrank. Sein zweites Auge hat er übrigens eingetauscht gegen die Gabe der Voraussicht. What do we have here? Is Odin afraid of a widow whitening? Widow whitening? That reminds me. Wasn't old Ramu the only one you never had the guts to go head to head with? Whoa! Dude, is that true? What I cower before no one. Ja, die Geheimwaffe von Lightning ist ein Blitz, denn Odin fürchtet sich vor Blitzen in diesem Teil. Der Grund dafür ist ehrlich gesagt ziemlich witzig, denn in einem der früheren Final Fantasy Spiele hatte man die Möglichkeit, seine Beschwörung zu entwickeln, wie auch hier stellenweise. Und Odin konnte sich, ich glaube, in die stärkste oder die zweitstärkste Beschwörung des Teils entwickeln. Ich glaube, es war Final Fantasy VI sogar. Und zwar wurde Odin zu Raijin, einem oder dem Donnergott in der japanischen Mythologie, im Shintoismus. Keine Ahnung, auf jeden Fall einem. Und weil Odin offensichtlich keinen Bock auf so eine Scheiße hat, meidet er Blitze einfach gänzlich. Ja, mal sehen, wie er Blitzka meidet. Die vierte Stufe von Blitzka. ...18.000 Schaden. Ja, ziemlich gut. Mal sehen, wie viel Schaden ein normaler physischer Angriff anrichten würde. 3.000, das war ein Volltreffer. Das heißt nur 1.500 Schaden. Das, ja, das Zehnfache. Wundervoll. Das ist so schön. Blitzrad, wie viel macht das? Piu, piu, piu. 10.000 immer noch. Das lohnt sich fast schon eher. Feuerkonter. Der gute Odin hat eine Resistenz gegen sämtliche Elemente, abgesehen von Licht und Finsternis. Dagegen hat er eine Resistenz von 50%. Das heißt, wenn ich ihm jetzt einen Sanctus reindrücken will, halbiert er den Schaden. Jupp. Er hat überhaupt keine Resistenz gegen Erdattacken, das heißt sowas wie Beben oder Steinwurf, Geowurf, Geofissur und andere Attacken aus Pokémon würden normalen Schaden machen. Und er kriegt doppelten Schaden, 200%, durch Blitzattacken. Das heißt, wenn ihr die Mission hier macht und kein Blitzkar oder selbst Blitzgar hättet, dann würde ich euch empfehlen, nicht, dass ihr die später macht, sondern dass ihr in eure Items geht und ihr werdet mit Sicherheit einige konsumierbare Zauber haben, so wie dieser Wassermagnet oder Maginite. Und wenn ihr davon eine Blitzvariante habt, dann könnt ihr extrem viel Donnerschaden damit verursachen.
Denn diese Blitz, oder diese Gegenstände, diese Zaubergegenstände, die umgehen die magische Verteidigung aller Gegner. Das heißt, ein Blitzmagnet, der Blitzgar einsetzen würde, ist, soweit mir bekannt ist, immer stärker als ein Blitzgar, den ihr zaubert. Ich mach mal das. Awesome! Ja, Ifrit hat einen sehr, sehr coolen Sprecher. Und er ist ordentlich geisteskrank. Volltreffer. Sehr schön. So, wir bewegen uns langsam in einen Rahmen, in dem Odin sehr bösartig werden kann. Ich neige also dazu, einen Supertrank zu saufen. Einen Super-Ether. Ich hoffe, dass ich nicht umgebracht werde. Okay, alles klar. So, Konter. Jetzt verteidige ich mich. Wenn ihr euch verteidigt, dann werdet ihr... Dann überbrückt ihr natürlich einen Zug. Mit jedem Zug, den ihr überbrückt, kriegt ihr 1-2 AP. Und wenn ihr verteidigen wählt, dann seid ihr höher in der ATB-Leiste oben. Das bedeutet, dass ihr mehrfach dran sein könnt. Und Gott sei Dank hat er nichts Bösartiges mit meinem Anus angestellt. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier, obwohl ich so abartig viel Schaden an ihm mache, so ängstlich bin wie ein Altsweib. Naja, ihr werdet es wahrscheinlich gleich sehen. So, ich rufe jetzt jemanden, der noch wütender ist als Odin. Bei weitem wütender. Das Focke-Wulf-Modell Drache. Sehr gut. Ich komme sogar noch dazu, irgendwas zu machen. Das ist Bahamut. Ich bin doch ein Hardcore-Final Fantasy IX-Fanboy. Aber ich würde sagen, dass das die zweitbeste Version von Bahamut ist, die ich bislang gesehen habe in der kompletten Reihe. Bahamut ist ziemlich langsam, wenn man bedenkt, dass... ihr Düsenstrahltriebwerke besitzt. Aber Sleipnir hat 6 Beine, also kein Wunder, dass es schneller sein muss. Okay, ich würde... Alles klar, noch läuft. Ich hab noch genug Leben. Ja, alles noch ist alles gut. So, ich könnte Mega Flare nutzen, das würde aber alle AP verbrauchen und sozusagen die Runde beenden. Ich möchte Bahamut auf jeden Fall im Feld stehen lassen. Für das, was gleich kommen wird. Zumindest dachte ich, dass es kommt. I don't know. So, ich verbrauche 2 AP, dann habe ich noch einen übrig. Umso weniger AP und Lebenspunkte ihr übrig habt, umso mehr Schaden macht der Mega Flare. Okay. Den werden wir nicht mehr sehen. Deshalb wollte ich eine Beschwörung rausbringen. Denn der Eisenschneider tötet alles, was ihn, was er trifft. Samtetsken. Wäre Bahamut jetzt nicht draußen gewesen, sondern meine Truppe, hätte ich jetzt ein Game Over sehen dürfen. Das heißt, der Gute hat uns den Arsch gerettet. Und wir zerficken jetzt den Rest, der da von Odi noch übrig ist. Mit unseren gewaltigen Penissen. So, wir setzen jetzt physische Attacken ein. Das sollte eigentlich genügen. Odin müsste bald in die Knie gehen. Kontertreffer, Volltreffer sogar. Prima. Er ist fast tot. Wir sind ein bisschen angeschlagen im Moment. So, Shiva wird Aussaugen jetzt einsetzen. Ifrit hat die Attacke nicht. Was auch Sinn ergibt, Shiva ist schließlich eine Frau. Dafür kann der gute Ifrit sich allerdings mit Feuer heilen. So.
Oh, absorbiert, prima. Hoffentlich kein Eisenschneider. Ich weiß nicht, wie oft der Sandhetzgen machen kann. Er hat noch eine Attacke, die ich euch super gern zeigen würde, weil die Affen geil aussieht, aber er ist nicht willig genug, sie einzusetzen. Bedauerlicherweise. So, Feuerkonter. Ich werde noch ein bisschen warten. Wenn er sie nicht macht, dann habt ihr Pech. Wenn er sie macht, dann habt ihr Glück. Unterdessen. Doppelangriff. Hm. Unterdessen sammle ich ein paar AP. Los, Odin! Alter bärbeißiger Kerl. Yes! Da ist die Attacke. Gungnir. Das ist übrigens der Name seiner Lanze. Oder seines unfehlbaren Speeres, und da haben wir sein geisteskrankes Auge gesehen. Und das ist so geil. Oh, das ist fucking awesome. So großartig. Und wir zerficken ihn mit, ja. You'll make a wonderful addition to my man. Der Signaturattacke von Shiba. Denke ich zumindest, dass das reicht. Er lebt noch. Dann kommt noch ein Höllenfeuer. Der lebt immer noch. Gott. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt ein Eisenschneider. Gut, Glück gehabt nochmal. Oh, er ist so awesome. Ist er nicht fucking awesome? Ja, er ist super awesome. So, das war's jetzt aber. Jetzt ist er tot und wir beenden sein Dasein mit einem Item. Hiermit. Erdattacken. Keine Resistenz dagegen. So, 75.000 Erfahrungspunkte farmen solltet ihr nicht, denn ihr kriegt an anderer Stelle sehr viel schneller das Doppelte an Erfahrung. Lexier, das ist ganz nett. This shall forever stand as proof that your skill surpasses mine. I'm pleased to have met so fierce a warrior. Ours was a duel to remember. Huh. That's for sure. But it was a close one. At least, no more travelers will get shorn in two. Ramuel. I owe you one. Daniel! Enkelin! Ja, das ist Ramus Enkelin. I guess I owe Lon and Rain a thank you as well. Ich frage mich, ob Ramu sich an ihr... Naja. Er ist Japaner, natürlich hat er das. Ach Gott. So. Und das war die Mission, in der wir Odin bekommen. Und ich habe Odin natürlich schon lange, weil Odin super awesome ist. Ich habe ihn von Level 1 auf Level 50 gebracht, diesen strahlenden Recken, und ja, er ist ultra geil. Er lernt Licht- und Dunkelattacken. Des Weiteren hat er natürlich noch Regener, warum auch immer er das hat. Seine Vorstufe ist übrigens ein Einhorn, das auch Regener lernt, und Gungnir heißt hier Gugnir. Das mag ein Übersetzungsfehler sein, oder irgendjemand aus der Edda wollte Square Enix verklagen. Auch das ist möglich. Und das ist der Eisenschneider hier. Das eisenschneidende Schwert. Verursacht bei allen Gegnern Tod. Je niedriger eigene T und AP, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, ziemlich geil. Ich muss auf jeden Fall... Oh, ich kann sogar irgendwas leveln. Ausweichen kann ich erhöhen. Das ist auch ganz nice. Er hat fast alles hier eigentlich gelernt. Ich nehme mir mal die beiden Sachen. Wenn ihr einen Synchronitätsbonus von 100% habt, dann habt ihr im Grunde dieses Sphärobrett hier voll. Und dann kriegt ihr noch einen besonderen Bonus. Ihr könnt dann eine besondere Fähigkeit auswählen oder irgendwas in der Richtung. Aber das soll das erstmal gewesen sein. Das war Odin und ich hoffe, er hat auch euch rasiert. Adios.